Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Wie man schon in der Beschreibung lesen kann, geht es heute um den T-Bone SC440 USB Podcast Bundle. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Unboxing. So, da sind wir auch schon wieder. Und anfangen wollen wir mit dem Mikrofon natürlich und der Software, die damit bei ist. Und zwar haben wir hier dabei den Magic Pro X Silver. Das ist eine Studio-Software, die war kostenlos dabei. Und hier haben wir das Mikrofon. Natürlich USB betrieben. Den Koffer kann man hier vorne aufmachen. Und dann kommt das zum Vorschein, weil das Mikrofon so aussieht, welchen Frequenzbereich sich befindet. Dann nochmal ein paar Daten. Übertragungsbereich. So, dann kommen wir mal zum Mikro. Hier haben wir nochmal einen Zettel oder ein kleiner Katalog. Ne, hier haben wir nochmal einen Zettel für das Mikrofon. So, dann haben wir hier natürlich USB. Für das Mikrofon natürlich. So, dann haben wir hier die Spinne, wo das Mikrofon reinkommt. Das ganze Teil sieht dann so aus. Und das ist auch kein Plastik. Außer das hier nachher vielleicht. Ist auch richtig gut verarbeitet. Auch hier die Drehknöpfe hier. Ist auch alles aus Metall hier. Das hält eine Weile. So, kommen wir zum Mikro. Hier haben wir das gute Stück, das SC440. Ist auch richtig gut verarbeitet, wie man sehen kann hier. Das ist kein Billigprodukt. Hier kommt der USB-Stecker rein. Dann haben wir noch ein Schraubgewinde. So, das war erstmal das Mikro. Ich packe das hier zusammen und dann geht es gleich weiter. Kommen wir nun jetzt zum Verlängerungskabel, was damit bei ist, und den Popschutzkeller. Hier haben wir das USB-Kabel. Das hat eine Länge von 3 Meter. 2.0, ganz normales Verlängerungskabel. Ja, und dann hier den Popschutzkeller, den ich für euch jetzt gleich auspacken werde. Der filtert halt natürlich die Worte raus, wie P, T und sowas. Und Windgeräusche. So, ich packe das mal fix aus. So, und das ist er nun, der Popschutzkeller. Man sieht es hier halt so, so eine Art Strumpfhose drüber, sag ich mal, die das dann halt fittet. Auf beiden Seiten. Hier haben wir noch einen Drehverschluss. Und hier haben wir das ganz lange. Das ist natürlich komplett beweglich hier alles. Das kann man sich einstellen, wie man möchte. Es geht bis hier hinten hin. Und das befestigt man dann hier am Mikrofonständer. Wird das dann hier der Schraube auch festgedreht. Und das ist alles stabil, hier ist nichts mit Plaste, was das betrifft. Die Schraube ist Plaste. Ja. Aber sonst, Teile davon sind auch echt massiv. Ja, kommen wir weiter zum Ständer. So, hier haben wir den Ständer, die Mikrofonständer. Der ist natürlich komplett massiv, also wenn man das hier hört, da ist kein Plaste, außer die Schrauben wieder mal. Hier zum Festdrehen das. Das ganze Teil heißt Millennium. Hier haben wir den Fuß. Das kann man natürlich auch wieder festdrehen, dass der Fuß auch komplett steht, wenn man das ausfährt. Die Füße sind schön mit Gummi überzogen. Ja, so, und jetzt zeige ich euch gleich natürlich, wie es komplett aufgebaut aussieht. Bis gleich. So schaut das Ding aufgebaut aus. Hier den Popschutz vor vom Mikro. Dann wird das hier verschraubt. Hier wird der Popschutz dran geschraubt an der Stange.
geht's halt hier rüber. Und dann geht's runter zum Boden. Und so sieht das ganze schöne Ding aufgebaut aus. Und natürlich ist es jetzt aufgebaut. Und jetzt werdet ihr gleich hören, wie sich das anhört. Bis gleich. So, jetzt habe ich mal hier die kleine Aufnahme von dem Mikro, wie sich das anhört. Und ich hoffe, euch gefällt der Sound. Und ich werde jetzt meine Videos nur so drehen mit dem Mikro, weil mir das einfach besser gefällt. Und ich mag diese Hintergrundgeräusche nicht. Und ja, dass sie halt rausgefiltert werden. Und wie ihr ja hören könnt, hört sich das ja Bombe an. Und ich finde es richtig gut. Und die Qualität, sag ich mal, ist auch Bombe. Das ganze Teil habe ich gekauft bei Thomann. Link mache ich natürlich in der Beschreibung. Ja, das war mein Unboxing zu den T-Bone SC440 USB Podcast Bundle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Steerbook.